Ja, meine Damen und Herren, eine kleine Nachholstunde der Technikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und zwar möchte ich über die Entwicklung der Textilindustrie, jedenfalls in Schwerpunkten, referieren. Bei der Behandlung des Themas in den anderen beiden technikhistorischen Vorlesungen, der Vorlesung zur Antike und zum Mittelalter sowie der zur frühen Neuzeit bis in die Zeit der Hochindustrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ging es ja in der Hauptsache doch immer um verschiedene Formen der Verarbeitung von Naturfasern. Wolle, Baumwolle, Leinen, auch Seide und die anderen. Und das 20. Jahrhundert weicht von diesen Kategorien gerade in diesem Bereich ganz erheblich ab. Typischerweise werden derartige Erörterungen aber zumeist im Rahmen einer Geschichte der Chemie angestellt. Denn die Fasern des 20. Jahrhunderts sind Kunststoffe par excellence. Sie sind so, wie sie vorliegen, in der Natur unbekannt. Für ihre Herstellung sind chemische Methoden notwendig, auch wenn natürliche Rohstoffe eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei der Zellulosefaser. Aber um aus Zellulose schließlich eine spinnbare Faser zu entwickeln, bedarf es weiterer technischer Innovationen und technischer Entwicklungsschritte. Und hierüber gibt nicht zuletzt das bereits in der früheren Vorlesung erwähnte Buch Mode und Chemie von Gabriele Maute-Daul Auskunft über Fasern, Farben und Stoffe. Und es werden die auch bekannten Chemiefasern vorgestellt, zum Beispiel die spinnbare Zellulose, die dann als Viskosefaser bekannt wurde. Der Zellstoff wird durch Kochen mit Natronlauge in Natroncellulose überführt. Die Natroncellulose wird durch Schwefelkohlenstoff, den übrigens Wilhelm August Lampadius an der Bergakademie Freiberg entdeckte, Natroncellulose wird durch Schwefelkohlenstoff in Zellulose-Xanthogenat überführt. Und dieses Zellulose-Xanthogenat wird dann wiederum in Natronlauge zu einer sirupartigen Masse gelöst. Und daher stammt der Name der Viskose, Viskosus zähflüssig. Und diese zähflüssige Lösung ist jetzt also dadurch gekennzeichnet, dass sich die Faser in einem spinnbaren Zustand befindet. Und in einem sogenannten Spinn- oder Fellbad, das ist also eine Zusammensetzung aus Schwefelsäure, Sulfatverbindungen wie Natriumsulfat, Zinksulfat, Magnesium oder Ammoniumsulfat als Faser eingepresst wird und nach der eigentlichen Faserbildung muss dann die Faser noch entsäuert, entschwefelt und eventuell gebleicht werden. Jedenfalls besteht die Faser dann aus reiner Zellulosefaser. Über die Probleme in der Behandlung der Abfälle berichtet zum einen Birgit Siemen in ihrer Dissertationsschrift über das Sulfidzellstoffverfahren. Zum anderen über die Fragen der Geruchsbelästigung bei Zellstoffwerken darf ich auf meine eigene Dissertationsschrift zur Arbeit der Gutachter der Preußischen Landesanstalt für Wasser, Boden und Lufthygiene verweisen. Letzten Endes, um das noch kurz einzuschieben, hat man das Abwasserproblem der Zelluloseverfahren erst Ende der 1930er Jahre in den Griff bekommen,
als man erkannte, dass so viel organisches Material in dem Abwasser drin ist, dass es, wenn man es fein verdüst, in einen Brennraum, einen Brenner einbringt, dass das Abwasser dort tatsächlich verbrennt und dass man auf diese Art und Weise immerhin, wenn man es vermochte und wenn man es wollte, die Abwärme noch gewinnen konnte. Jedenfalls die Umweltbelastung durch die ungeklärte Einleitung in Flüsse dann vermieden hat. Wer noch eine Empfindung davon bekommen möchte, wie so eine Zellstofffabrik ihre Umgebung mit Gerüchen belastet, kann sich davon einen Eindruck von Zeit zu Zeit in Saalfeld in Thüringen verschaffen. Ja, die Viskose ist als Futterstoff verwendet worden. Sie wird dann auch als Oberstoff von Kleidungsstücken verwendet und es ist bei ein weicher, seidenartiger Griff, also allerdings geringe Reiß- und Scheuerfestigkeit in nassem Zustand. Andere Kunststofffasern sind die sogenannten Acetat- bzw. Triacetat-Fasern. Es wird Essigsäureanhydrid zugegeben, es bildet sich Zellulose-Acetat und diese Acetat- bzw. Triacetat- Fasern kommen dann als Zellulose-Acetatfasern auf den Markt. Sie sind vor allem thermoplastisch. Interessant wird es bei den nachfolgenden Grundstoffen Polyester, und zwar die jeweiligen Handelsnamen Dacron, Diolen, Chrysoten, Tergal, Trevira und Terulen. Polyesterfasern werden häufig auch mit Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle gemischt und mit vollständigem chemischen Namen ist das Polyethylenterephthalat. Die Faserentwicklung Polyamid, Polyamidfasern zum Beispiel unter den Handelsnamen Perlon, Nylon und Dederon, also DDRON. Und zur Geschichte der Polyamidfasern hat das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seinerzeit eine Sonderausstellung eröffnet und diese Sonderausstellung, normalerweise müsste das eigentlich im Impressum irgendwo stehen, von wann bis wann die gelaufen ist. Im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom 23. April bis zum 22. August 1999, also praktisch den Sommer 1999 über. Der Ausstellungskatalog unter dem Titel Künstliche Versuchung. Nylon, Perlon und Dederon. Nylon hieß die Faser in den Vereinigten Staaten von Amerika, Perlon in Deutschland, vor allem in Westdeutschland und Dederon, DDRON in der Deutschen Demokratischen Republik. Und der Ausstellungskatalog führt praktisch durch die Geschichte des geteilten Deutschlands mit den Hinweisen auf die zunächst angestrebte militärische Nutzung der Faser, dann aber auch die Nutzung der Faser im zivilen Bereich und vor allem nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges der Wunsch der Konsumenten, vor allem der Konsumentinnen nach einem Stück Moderne, das dann die Chemiefasern insbesondere befriedigen halfen mit ihren zu den herkömmlichen Naturfasern deutlich abgesetzten Eigenschaften und praktisch der Untergang der Leinenfaser Mitte der 1950er Jahre
spricht in dieser Beziehung ja Bände. Also 1957 war es, verschwindet der Anbau des Faserleins aus den landwirtschaftlichen Statistiken in Deutschland. Die Möglichkeiten der Faserherstellung, also das eine Polyamid 6 aus Epsilon-Caprolactam hergestellt und Polyamid 6,6 aus Hexamethylendiamin und Adipinsäure. Und die andere Möglichkeit, aus Polyacrylnitril Fasern herzustellen, sind dann eben unter, aus Polyacrylnitril, klar, also aus Acrylnitril Fasern zu polymerisieren, die dann als Polyacrylnitril unter den Handelsnamen Orlon, Dralon, Dolan und Volpryla auf den Markt gekommen sind. Und wie andere Chemiefasern auch, pflegeleicht und haltbar, Polyacrylnitril als Faserstoff seit 1929 bekannt, 1950 allerdings erst marktfähig, denn es musste zunächst ein geeignetes Lösemittel gefunden werden, um die, um das Polymer tatsächlich spinnbar zu machen. Und die weitere Entwicklung, die dann bei Maute Daul beschrieben wird, nach 1995, also sind immerhin auch schon wieder 25 Jahre her, das ist dann der Begriff der sogenannten Mikrofaser und der Faserstoffe, wie sie dann vorwiegend bei dem sogenannten Outdoor, bei der Outdoor-Mode gekennzeichnet sind. Das ist insofern natürlich auch wieder ein besonderer Werbegag, als dass man davon ausgehen wäre, dass man in früheren Zeiten, bevor es Outdoor-Mode gegeben hat, sich gar nicht vor die Haustür getraut hat und kennzeichnet vielleicht mehr als alles andere eine gewisse Naturentfremdung des deutschen Bundesbürgers. Ja, die Fasern sozusagen als solche geben dann aber auch, also die Ausstellung über die Polyamidfasern, Nylon, Perlon, Dederon, ist insofern schon auch etwas Besonderes gewesen, als dass man über die Entwicklung dass man die Entwicklung der Mode und auch der Wirtschaftsmöglichkeiten hier mit einbezogen hat. Und die Frage insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Wiederaufbau des zerstörten Europas, und insbesondere in der wirtschaftlichen Wiederbelebung der beiden deutschen Teilstaaten, das ist natürlich gekennzeichnet, das ist gekennzeichnet durch drei sogenannte Wellen. Das erste war die Fresswelle, das zweite war die Bekleidungswelle und das dritte war die Urlaubswelle. Und die Fresswelle ist insbesondere, spiegelt sich insbesondere nochmal in nachmaligen Aufführungen der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht wieder, wenn es dann im Drei-Groschen-Finale heißt, erst müsst ihr uns zu fressen geben, dann könnt ihr reden. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, dann kommt die Moral. Als die Oper dann in der sowjetischen Besatzungszone aufgeführt wurde, an dieser Stelle Standing Ovations im Publikum, die gegen die Versorgung mit Lebensmittelmarken und Kontingenten auf diese Art und Weise protestierten. Ja,
wenn wir die Fresswelle hinter uns lassen, die Probleme, die es mit der Nahrungsmittelversorgung gab, bekanntermaßen wurden in Großbritannien die Lebensmittelkarten später abgeschafft als in der Bundesrepublik Deutschland, und Großbritannien hatte den Krieg immerhin gewonnen, kommt also die Kleiderwelle. Und die Kleiderwelle ist in den 1950er Jahren geprägt von Nylonstrümpfen, von Petticoat als Ausdruck des American Way of Life und schließlich und nicht zuletzt auch durch die Weiterentwicklung dessen, was so als Unterwäsche bekannt ist, also als Dessous. Und in einer Studie von doch fast 150 Seiten widmen sich Karen Pressler, Caroline Newman und Gillian Proctor der Geschichte der Dessous von 1900 bis 2000. 100 Jahre Geschichte der Dessous, allerdings mit der Einschränkung, dass es sich lediglich um die Produktion von Frauenunterwäsche hier handelt, während die Männer offenkundig immer noch in Doppelfeinripp und tadellosem Weiß gedacht werden. Der bundesdeutsche Satiriker und Karikaturist Manfred Arno Schmidt hat es mal, kann aber auch Heinz Erhardt gewesen sein, hat es mal zusammengefasst: für immer weniger Stoff ist man bereit, immer mehr Geld auszugeben. Und die Modeerscheinung geht dann eben praktisch weg in der Herrenmode, irgendwann weg vom Anzug. Sehr interessant ist noch die ersten Bilder der Studentenunruhen 1968, 67, 68 zu sehen. Die Studenten, die damals aus Protest auf die Straße gegangen sind, kommen alle noch im Anzug, viele noch mit Krawatte. Und die Kleidungsvariabilität setzt dann also erst nach einigen Wochen, Monaten des Protestes ein. Auf der anderen Seite, nebst den ganzen Militärkleidern, die produziert werden müssen für die verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen, also immer noch der Anzugstoff für den Herrn. Die Blue Jeans erleben ihren Siegeszug, nicht zuletzt durch verschiedene Filme, die in Hollywood produziert worden sind. Zu erinnern, Marilyn Monroe in, wenn man sich daran erinnern könnte, wie der Film denn noch hieß, ja, jedenfalls in Levi's Jeans. Also Blue Jeans als Alternative, Aufstieg der Rockmusik, auch hier die Herren zunächst noch im Anzug, dann später wechselt die Kleidung. Und nach 1968 überhaupt ein viel freierer Kleidungsstil für den Herrn. Bei den Damen hebt sich der Rocksaum. Zum einen ist es die nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte Einführung des Bikini als Badeanzug, skandalumwittert seinerzeit in Paris, Bikini als Fantasiename, abgeleitet vom Bikini Atoll, das zur gleichen Zeit der Armee der Vereinigten Staaten als Atombombentestgelände diente. Auf der anderen Seite, nach dem Petticoat
die Einführung des Mini-Rocks in den 1960ern und die ja, in einer prüden Alltagsmoral befangenen, skandalumwitterten Berichterstattung hierzu und schließlich dann die Entwicklung der verschiedenen Modeströmungen, auf die ich kompetent nicht eingehen kann, die aber immer abhängig vom verfügbaren Material sind. Und mit dem Aufkommen der ja, Umweltbewegung, auch der damaligen politischen Protestparteien, die Umweltfragen zum Hauptgegenstand ihrer politischen Programmatik gemacht haben, dann wieder eine gewisse Rückkehr zu Naturfasern und der Versuch seinerzeit fast verlorene Kenntnisse der Faserverarbeitung wenigstens noch zu bewahren und Kenntnisse über die Technik der Faserverarbeitung weiterzutragen und weiter zu tradieren, der eben oft genug auch einschlägigen Heimatmuseen überlassen worden ist. Eine Karikatur, es müsste eigentlich von Rauschenbach gewesen sein. Interessant, ich lese hier gerade, dass der brasilianische Brennnesseltanz seine erotisierende Wirkung ausschließlich bei Vollmond entfaltet. Schauen Sie bitte nur auf den Mond in der Fensterscheibe, der ist nämlich gerade im Zunehmen begriffen und der Herr, der in Erwartung erotischer Abenteuer sich also mit Brennnesseln selbst geißelt, verweist auf der anderen Seite dann eben auch auf die Möglichkeit, Nesselfasern als Naturfaser zu gewinnen. Ich möchte daran erinnern, dass in den Satzungen des Deutschen Jugendherbergswerks es vorgeschrieben war, ursprünglich, dass Bettbezüge und Schlafsäcke aus Nesselfasern Verwendung finden mussten. Das heißt, Baumwolle war nicht akzeptiert und es ist dann immer irgendwas erzählt worden von wegen höherer Hygienevorschriften oder ähnliches. Der Grund lag einfach darin, dass der Begründer der ersten Jugendherberge in Deutschland ein Herz für die darbende einheimische Faserindustrie hatte und deshalb unbedingt die Nesselfasern propagiert hat in Zeiten wirtschaftlicher Not. Naturfasern werden ihre Renaissance praktisch im nach Autarkie strebenden Deutschland des Nationalsozialismus erleben. Das ist wieder eine Phase, in der der Leinenanbau besonders gefördert wird und in der Alternativen zur Baumwollfaser geprüft werden. Danach geht diese Naturstofffaser-Euphorie jäh zu Ende. Auch in Abgrenzung dazu entscheiden sich die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie sich nicht für Baumwolle entscheiden, dann für Kunstfasern aus der Produktion jener Werke, die zu den wirtschaftlichen Stützen am Ende des Regimes gehört haben. Aber nach der erfolgten Entflechtung unter den Produktionsbedingungen in der DDR wie auch in der Bundesrepublik, für Mitte der 1990er Jahre praktisch den halben Marktanteil an Fasern in Deutschland beanspruchen können. Die andere Hälfte geht auf die Naturfasern. Und um das Naturfaserthema am Beispiel des Leinens noch kurz abzuschließen, in den 1990ern zuerst eine gewisse Hanf-Euphorie im Hinblick auf die Freigabe
von Cannabis als Droge. Und wir sind im Jahr 2021. Der Parteitag der Freien Demokratischen Partei ist gerade zu Ende gegangen und überraschenderweise gab es dort einen Antrag auf Freigabe aller Drogen, den die Delegierten als Online-Parteitag sogar befürwortet haben, der dann aber wieder zurückgenommen worden ist auf Drängen der Parteispitze, was heute zu einigen hämischen Kommentaren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geführt hat. Dass man sich mit entsprechenden ja, für die Drogengewinnung geeigneten Pflanzen rein zufällig mal in das Scheinwerferlicht und vor die Linse von Fotografen begeben kann. Das hat ja vor einiger Zeit Cem Özdemir als Repräsentant der Partei Bündnis 90 Die Grünen öffentlichkeitswirksam einmal vorgemacht. Ja, und der Anbau der Leinenfaser war dann stets, ja, was war stets, also war jedenfalls seit den 1990er Jahren durchaus auch ein Anliegen der sächsischen Agrarpolitik. Das Landwirtschaftsministerium hat so interessante Ansätze hervorgebracht, wie die Feldbestellung ohne größere Zerstörungen oberer Bodenschichten zu bewerkstelligen, also praktisch Feldbestellung ohne zu pflügen. Und man hat auch in Sachsen den Leinenanbau befördert. Dafür war es allerdings notwendig, dass eine sogenannte Endverwertungsstelle nachgewiesen werden musste. Und eine solche Stelle fand sich dann in Zetau, also hier im Erzgebirge, gar nicht weit von Freiberg entfernt. Und in Zetau hat dann tatsächlich eine der älteren sächsischen Flachs-Verarbeitungsstellen ja, ihr Dasein weiter fristen können. Und es war nämlich der Europäischen Union wichtig, Entschuldigung, wenn sie den Leinenanbau finanziert und subventioniert, dass am Ende des Tages dann die Pflanzen nicht untergepflügt werden, sondern dass eben tatsächlich eine Stelle existent ist, die den angebauten Leinen auf Flachsfaser, auf Leinenfaser verarbeiten kann. Und diese Stelle fand sich eben in der Flachsschwingerei in Zetau. Und von dort ist dann in immerhin bescheidenem Maße auch der europäische Textilmarkt beliefert worden. Und wenn Sie sich heute in, ja, es ist unter Corona-Zeiten schwierig, mal wieder in ein Modekaufhaus vorzudringen, aber viele, bei den Herren jedenfalls, viele Anzugsstoffe, die viele Anzüge sind nicht nur noch reine Kunstfasergemische, sondern häufig ist bei Anzügen, Jacketts und ähnlichem Anzughosen, die zu finden sind, für den höheren Tragekomfort auch ein gewisser Anteil Leinen eingewebt. Und die reine Leinenkleidung kennzeichnet sich durch ja, durchaus eine gewisse Knitterfreudigkeit aus. Im Mischgewebe mit Baumwolle fällt das Ganze viel glatter, ist aber vor allem im Sommer mit einem höheren Tragekomfort ausgestattet. Und das Ganze lief dann unter dem Label in den 1990er Jahren der BAT 2A schick, also Bundesangestellten-Tarifvertrag, Tarifvertragsgruppe 2 unter Klasse A. Mit der Tarifreform und der Umstellung der Diensttarifgruppen,
auf Ländertarifverträge, Tarifvertrag öffentliche Länder, TVÖL, ist dann die Eingruppierung der neuen Kolleginnen und Kollegen nach System 13, 14 und ähnlichem 15 vorgenommen worden. De facto war TVÖL 13 BAT 3a, also eine Gehaltsklasse tiefer. Es galt allerdings seinerzeit das Verschlechterungsverbot. Egal, das ist eine andere Geschichte. Leinen hat sich also durchaus wieder als Bestandteil in Mischgeweben etablieren können, weniger in oder nur an ausgewählten Stellen oder Beispielen in reiner Form als Leingewebe, entweder Leinenhemden oder Leinenanzüge, Leinenkleider. Das ist häufig auch in der sogenannten Landhausmode dann noch zu finden. Ja, wir waren bei Dessous und Unterwäsche, als der Exkurs zum Leinen begann. Und es gab in westdeutschen Großstädten dann die Nylon-Vitrine, jederzeit für sie bereit, das heißt rund um die Uhr. Geld einwerfen, Schubfach ziehen und dann kam ein neues Paar Nylons sozusagen zum sofortigen Gebrauch aus dem Automat heraus. Das bedeutet, wenn man beim Ausgehen, wenn es eine sogenannte Laufmasche gab, dann bestand eben die Möglichkeit, sofort Abhilfe zu schaffen, um neue Strümpfe sich zuzulegen. Die Ausstellung 1999 stellt dann auch auf Werbeplakate mit bekannten Stars und Starlets ab. Für die Zeit nach der eigentlich nach der Bekleidungswelle nicht zu unterschätzen die damaligen Versandhäuser mit ihren Versandhauskatalogen und dem, was als Mode und Modeschick angegeben wurde, der Versandhauskatalog. Es gab eigentlich zwei dominierende Versandhäuser, das waren Neckermann und Otto und beide, also Neckermann gibt es nicht mehr und Otto hat seinen letzten gedruckten Versandhauskatalog vor einigen Jahren produzieren lassen und ist seither mit den Möglichkeiten des World Wide Web sozusagen warm geworden. Es gibt allerdings auch noch immer andere Modeversandhäuser, die, und ich rede nicht von Zalando oder ähnlichen, die Ware nach Hause liefern und mit Retourenscheinen auch garantieren, dass man sie kostenfrei nach Anprobieren zurückgeben kann. Über die sozusagen die darin implizierten Verschwendung der Wegwerfgesellschaft, wenn wir vielleicht in der Umweltgeschichte noch mal reden. Der neueste Trend in der Textilindustrie und in der Mode ist die sogenannte Fast Fashion. Und Fast Fashion ist praktisch die Produktion von Kleidungsstücken zum einmaligen Gebrauch und danach wird es weggeworfen. Wer sich dem als Dedicated Follower of Fashion also hingibt, der muss heute ein höheres Tempo anschlagen, als es dann zu den geradezu gemütlichen Zeiten der 1960er und 70er der Fall gewesen ist. Die
Fast Fashion und die Produktion, die Textilproduktion, da kommen wir zu den Textilstandorten. Deutschland ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst noch Standort des produzierenden Textilgewerbes. Und zwar auch die übrigen europäischen Länder, die sich zunächst in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in der sogenannten Montanunion zusammengeschlossen haben, gemäß des Schumann-Planes, also gemäß den vom französischen Außenminister Robert Schumann unterbreiteten Vorstellungen, die zu einer europäischen Verflechtung der Industrien, zu einer politischen Aussöhnung und durch die Verflechtung auch zu einer verhinderten Konkurrenz, die in neue Kriege münden sollte, führen sollte. Und man kann sagen, dass diese Ideen Schumanns bis in die heutige Zeit erfolgreich gewesen sind. Kein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaften, dann der Europäischen Gemeinschaft, dann der Europäischen Union hat bislang gegen ein anderes Mitgliedsland jeher einen Krieg geführt. Stellvertreterkriege gab es, in denen die Militärtechnik verschiedener Nationen von unterschiedlichen Kriegsteilnehmern angewendet worden ist. Man darf an den britischen Falklandkrieg von 1986 erinnern, aber die Staaten der Europäischen Union haben gegeneinander keinen Krieg geführt. Und dieses friedensstiftende Projekt hatte eine Menge wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen, die es mit sich brachte. Über den Bereich der Montanindustrie berichtet ja Kollege Fahrenkopf seit einiger Zeit als Lehrbeauftragter, aber Ausgangspunkt für soziale Neuerungen oder für die Durchsetzung von Sozialpolitik war unter anderem die Textilindustrie. Und zwar hat mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 mit den römischen Verträgen, es waren mehrere, weil gleichzeitig auch die Europäische Atomgemeinschaft gegründet wurde, und die Institutionen aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zwischen den Vertragsstaaten auf die neuen Gemeinschaften noch übertragen wurden und ausgedehnt wurden. Zum Beispiel gab es dann zwar für jede der Gemeinschaften eine hohe Kommission, aber insgesamt für alle drei nur ein europäisches Parlament mit beschränkten Mitspracherechten und einem erheblichen Demokratiedefizit beim Zustandekommen, was inzwischen abgebaut wurde. Aber das ist ein anderes Kapitel. Das werden wir hier auch noch ansprechen, aber es ist trotzdem ein anderes Kapitel. Also das Zustandekommen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als engerer Zusammenschluss der demokratischen, freiheitsorientierten Staaten Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg unter den unmittelbaren Zeichen der Suezkrise 1956 nach der ägyptischen Verstaatlichung des Suezkanals, der durch Frankreich und Großbritannien initiierten israelischen Militärintervention gegen diese Maßnahme des ägyptischen Präsidenten Nasser und der Drohung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Khrushchev über London und Paris Atombomben abwerfen zu lassen. Dieser Zusammenschluss auf wirtschaftlichem Gebiet sollte eine stärkere politische Koordination bringen und auch einen politischen Ausgleich zwischen den Völkern Europas, jedenfalls zwischen denen von Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien, der Niederlande und Luxemburgs. Und das bedeutete, dass im Rahmen der dann gemeinsamen Wirtschaftspolitik eben sich auch die Bedingungen
angleichen mussten oder sollten. Das wiederum hatte zur Folge, dass die europäische Wirtschaftspolitik ja praktisch unmittelbar am Beginn eines zwar langen Weges, aber doch erfolgreich beschrittenen Weges der Lohngleichheit stand, nämlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit, und zwar vorzugsweise erstens bei den Tätigkeiten, wenn sie von Männern und von Frauen verrichtet wurden, und zweitens bei den Tätigkeiten, wenn sie in verschiedenen Ländern der Wirtschaftsgemeinschaft verrichtet wurden. Das bedeutet, Frankreich hatte zum Zeitpunkt der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ein Gesetz zur Lohngleichheit bereits in Kraft. Das heißt, wenn es französische Näher gegeben hätte, dann hätten sie für ihre Tätigkeit als Näher genauso viel Geld bekommen wie eine französische Näherin. Bezeichnenderweise nennt man Menschen, die als Näher arbeiten, wenn sie Männer sind, dann auch Schneider und Schneidermeister, während nur wenige Schneidermeisterinnen, aber sehr viele Näherinnen existent gewesen sind. Ungeachtet dessen war die Befürchtung, dass in Ländern, in denen eine entsprechende Gesetzgebung nicht existieren würde, es zu Lohndumping kommen würde und auf diese Art und Weise die Konkurrenzfähigkeit der französischen Textilindustrie beeinträchtigt gewesen wäre. Und das führte schließlich zum Gleichstellungsgesetz unmittelbar von 1958 und den verschiedenen Anpassungen des bürgerlichen Gesetzbuches an die jetzt neu in Kraft getretenen europäischen Richtlinien. Und da ist die Textilfabrikation sozusagen ganz mit vorne in vorderster Reihe zu finden gewesen. Insgesamt ist dann aber festzustellen, dass sich aufgrund der Tatsache, dass sich die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu lohnen begann, dass dann Produktionen verlagert worden sind. Und zwar ungeachtet aller klassenkämpferischen Rhetorik ist für Versandhäuser des Westens in Textilkombinaten des Ostens von Deutschland gearbeitet worden. Die Textilkombinate in Forst und in Cottbus haben für Westfirmen, für den Otto-Versand beispielsweise produziert, und zwar Produkte in hoher Qualität, und das, was also aus den 3 Jahren in Cottbus habe ich doch mindestens einmal im Monat ein Gespräch führen können in den knapp 3 Jahren Cottbus mit Menschen, die im Textilkombinat Cottbus tätig gewesen sind, was aus Anlass des 20. Jahrestags der DDR sich dann, dann gegründet worden ist, und die übereinstimmende Vielzahl von unterschiedlichen Gesprächspartnern, die einem dann immer mithalten, die gute Produktion wäre in den Westen gegangen und der Ausschuss schließlich im Osten geblieben. Ich habe es nicht quellenspezifisch verifiziert, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach mal mitteilen. Lebenserfahrung ist durchaus auch Menschen aus den alten Bundesländern vorbehalten. Die Textilproduktion wandert also an die Randgebiete, wandert nach außerhalb der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Oder sie wandert in Regionen, die einer besonderen wirtschaftlichen Förderung bedürfen. Denn was in der Textilgeschichte oder in der Technikgeschichte meistens auch zu kurz kommt, ist die Entwicklung der Nähmaschine, Stichwort Singer,
aber Nähmaschinen von vielen Herstellern, zum Beispiel auch von schweizerischen Herstellern als Qualitätsprodukt oder von schwedischen Herstellern und Textilverarbeitung eben in Regionen, die wirtschaftlich ja, der Unterstützung vorzugsweise bedürfen, aber in Europa, aber eben auch in Regionen praktisch in direkter Nachbarschaft. Und das bedeutet die Verlagerung von Produktionskapazitäten zum einen in die Länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also in die in den Bereich der RGW-Staaten, aber auch in Länder wie beispielsweise Jugoslawien, Griechenland, Portugal, die zu Beginn noch nicht Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind, aber im näheren Umfeld als Nachbarn eben auch von den gesteigerten Konsummöglichkeiten mit profitieren können und die von dem wirtschaftlichen Aufschwung im Kerneuropa profitieren können. Allerdings profitieren sie eben dadurch, indem es ein manchmal auch sehr abruptes Lohngefälle zwischen den Mitgliedstaaten der EWG gibt und eben den benachbarten Staaten, die da nicht Mitglieder sind. Das bezieht sich im Übrigen auch auf die Mittelmeeranrainerstaaten, also das bedeutet eben vorzugsweise auch des südlichen Mittelmeers unter den verschiedenen Militärdiktaturen, die diese Länder über Jahre hinweg erlebt haben. Arabischer Frühling ist eine andere Sache. Auch daran musste man sich in den 1980er Jahren erstmal gewöhnen. Als anderes Beispiel nicht unbedingt die Textilindustrie, also die Hemden, auch für viele bundesdeutsche Vorzeigeunternehmen wurden durchaus in Algerien oder in Marokko gefertigt. Dann wird das entsprechende Label drauf genäht. Dann kostet das Hemd halt nicht 10 D-Mark oder 20 D-Mark, sondern 50 oder 100 D-Mark. Je nach Label, das vermarktet werden kann. Und das eben dann auch anderen signalisiert, dass diejenigen, die diese Hemden tragen, sich Qualität leisten können. Ja, dass in Marokko dann nicht nur Textilien produziert worden sind, sondern dass auch Nordseekrabben gepult wurden, weil die Tätigkeit dann in Schleswig-Holstein zu teuer gewesen ist und sich nicht mehr genügend Menschen fanden, die den Sinn ihres Lebens darin gesehen haben, also die ihren Sinn des Lebens im Krabbenpulen gesehen haben. Auch daran musste man sich sozusagen als Mitteilung und Bewusstseinsbildung erst einmal gewöhnen und das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass man den Tätigkeiten ja, mit einer größeren Wertschätzung gegenübergetreten ist. Ja, die Herstellung, es ist nicht nur die Herstellung der verschiedenen Textilien, sondern es geht dann eben mehr und mehr über in Label, also in Warenkennzeichen, die für ein bestimmtes Lebensgefühl dann stehen. Das ist mit der Konformität der Nonkonformierten in den 70ern dann auch verspottet worden und dem uniformartigen Auftreten der Nonkonformisten. Also auch Kleidungsstile, die sich angeblich gegen Konventionen verwahren haben, im inneren Bereich sehr wohl ihre eigene Kleidungslogik. Da gibt wieder Reclams Kostümlexikon Auskunft darüber, dass wir in der anderen Sitzung bereits vielfach herangezogen haben. Und eben auch bei der Frage, gelingt es,
ein Firmenimage neu zu entwickeln, wenn wir bei Unterwäsche sind, verschiedene Unterwäschemoden. Ein Beispiel dafür, für einen vorübergehenden Höhenflug, die in Sachsen, das in Sachsen ansässige Label Bruno Banani, was dann eine Zeit lang damit werben konnte, weltraumgeprüfte Herrenunterwäsche zur Verfügung zu stellen. Und heute können Sie sich fragen, was denn aus dem Label als solches denn geworden ist. Ja, Textilien in allen verschiedenen Varianten, also auch die an Aerobic wird sich niemand erinnern können, der heute sich diese Vorlesung anhört, also Aerobic-Kostüme als Sportkleidung, die ja zum Beispiel dann ja, Sporteinteile der 60er, das bei den Tennismeisterschaften der 70er dann Spitzenunterhosen im Damentennis unter einem kurzen Rock zu bewundern waren, gehört sozusagen noch mit zum zur Geschichte einer etwas prüden Gesellschaft, die sich dann auch einen Zwickel in die Herrenbadehose immer noch einnäht. Da sind wir dann wirklich bei der Badehose für die Herren. Das heißt, mit europäischer Bademode am US-amerikanischen Strand wird es schnell, man könnte sagen, schlüpfrig für die Herren. Chiffon als Stoff für zum Beispiel das entsprechende Aerobic-Kostüm. Man hätte es auch als Fitnesswelle kennzeichnen können, aber das Spezielle war eben erstens die neue Videotechnik, wo man sich entsprechende Aerobic-Übungen mit Vorturnerinnen, waren es meistens, Jane Fonda insbesondere, anschauen konnte. Zum zweiten Sport mit Musik, das ist was anderes als die üblichen Streck- und Dehnübungen, die man in der Gymnastik beim althumanistischen Gymnasium als Sportunterricht vielleicht vermuten würde. Und das Ganze war dann eben auch noch untermalt von der entsprechenden Kostümierung, könnte man sagen. Das heißt, man konnte nur richtig Aerobic machen, erstens mit einem richtigen Videorekorder, zweitens als Ersatz, wenn kein Videorekorder vorhanden war, ging noch ein Kofferradio. Auch das Kofferradio ist mittlerweile eigentlich ein unbekanntes Objekt der Technikgeschichte geworden, also Geräte von einer Dimensionierung, wie sie tatsächlich an einen Reisekoffer gemahnen, der für einen mehrtägigen Aufenthalt in einer fremden Stadt dimensioniert ist, allerdings batteriebetrieben werden konnten, also man braucht nicht unbedingt einen Stromanschluss, aber mit dem ging es natürlich besser. Und dann eben die entsprechende Kleidungsausstattung. Auch das ein Punkt, sogenannte Sportswear, Bekleidungsunternehmen, die im Sportsektor tätig sind. Und da geht es nicht nur um die Schuhe, sondern eben auch um Trainingshosen, Wettkampfbekleidung etc. pp. Ist ein Riesen, sozusagen ein Riesenmarkt geworden, obwohl die Technik, die dahinter steht, sich letzten Endes kaum verändert und gewandelt hat. Ja, die Frage ist immer, ein anderes Problem der neuen Chemiefasern
war tatsächlich die Frage dessen, was man später dann Atmungsaktivität genannt hat. Leinenfasern insbesondere waren sehr atmungsaktiv, hatten aber den Nachteil, dass sie gebügelt werden mussten, um glatt auszuschauen. Nylonfasern mussten nicht gebügelt werden, es sei denn vielleicht auf der untersten Stufe des Bügeleisens. Wer Textilien einkauft, achten Sie auf den Hinweis bügelfrei. Sie haben ein leichteres Leben hinterher. Auch da kommt mir in den Sinn auch die Wäschemangel, die Sie im Chemnitzer Industriemuseum betrachten können, verweist eben auch auf die Frage des Waschens der Kleidung, aber zur Kleidung zurück, also was das Problem bei Hemden zum Beispiel, bei Herrenhemden war, die waren überhaupt nicht atmungsaktiv und das bedeutete, dass der Körpergeruch manchmal doch sehr penetrant werden konnte. Und dass erst im weiteren in der weiteren Entwicklung man zu Faserkombinationen gegangen ist, die Atmungsaktivität einen nicht zu unterschätzenden Rang eingeräumt hat. Dederon-Faser für den Klassenkampf ist dann das entsprechende Kapitel beim Nylon-Katalog noch betitelt. Ich will es mal dabei bewenden lassen, bei Interesse. Wir haben das Buch also in der Bibliothek und auch das wäre schönes Prüfungsthema. Die geistige Sportaufgabe würde mal darin bestehen, ein Band über Dessous nicht nur bei Damen, sondern auch bei Herren zu finden, aber das nur sozusagen am Rande des Ganzen. Worüber ich abschließend noch ein wenig sprechen möchte, das sind dann ausgehend von den Modehäusern die Fragen des Faseranbaus und der Fasergewinnung. Und diese Fragen sind vor allem Anfang der 1990er Jahre gestellt worden. Und zwar deshalb, weil im Bereich des sich fortentwickelnden Umweltschutzes doch die Erkenntnis aufkam, dass auch im Bereich der Textilindustrie viele Entwicklungen Platz gegriffen hatten, die mit Umweltbelastung verbunden waren. Wenn wir uns an das 19. Jahrhundert, Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert erinnern, die Entwicklung der Ekraniermaschine zum Entkernen der geernteten Baumwollfaser. Die Faser wird allerdings nach wie vor von Hand geerntet und es braucht einige Zeit, letzten Endes praktisch bis Mitte des 20. Jahrhunderts, also wir können sagen zweites Drittel des 20. Jahrhunderts, dass die Baumwollernte dann voll maschinisiert wird und auch die Entkernung der Faser vollständig maschinisiert ist. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Baumwollpflanzen, für die Baumwollfelder. Baumwolle ist vorher schon als Monokultur angebaut worden. Die Bestrebungen entwickeln sich nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz neue Richtungen. Baumwolle ist auf der einen Seite zwar weiß, aber es gibt durchaus auch Varianten, in denen die Wolle naturfarben ist. Und diese Naturfarbenvarianten
spielten dann in der Zeit der Sowjetunion unter Stalin eine Rolle im sogenannten Lysenkoismus, also der Frage der Anwendung genetischer Erkenntnisse auf praktische Probleme. So wollte zum Beispiel die sowjetische Planwirtschaft bereits gemusterte Baumwolle anbauen, und zwar im Hinblick auf militärische Tarnkleidung. Wenn die Baumwolle bereits in grün, grau und braun Tönen wächst, dann muss man sie hinterher nicht entsprechend für die Tarnkleidung färben, sondern dann wächst die Tarnkleidung praktisch auf dem Strauch. Ein anderes Projekt aus dieser Zeit, doch eher im Bereich der Umweltgeschichte dann angesiedelt mit all seinen Konsequenzen, ist die Etablierung eines Baumwollanbaus rund um den Aralsee, der mit dazu beigetragen hat, dass der Aralsee von einem Höchststand, der Aralsee war ein See mit veränderlichem Pegelstand, mit veränderlichem Wasserspiegel. Und vom Höchststand in den 1960er Jahren ist der Aralsee praktisch in der Zwischenzeit zur ökologischen Katastrophe geworden, weil inmitten der Hungersteppe bewässerungsintensive Landwirtschaft, namentlich Baumwollanbau, betrieben worden ist. Und Baumwollanbau ist nicht nur bewässerungsintensiv, sondern auch hinsichtlich des Einsatzes von Schädlingsbekämpfungsmitteln sehr nicht nachhaltig meistens gewesen, und das bedeutete, dass man nicht nur die Belastung durch den Bewässerungsfeldbau gehabt hat, sondern auch noch die Kontamination durch die eingesetzten Schädlingsbekämpfungsmittel, in der damaligen Zeit in erster Linie noch DDT, und ist zu nennen mit weiteren Vertretern des sogenannten dreckigen Dutzends. Persistent Organic Pesticides, sogenannte POPs, auch von diversen deutschen Umweltinstituten beurteilt. Demgegenüber entwickelt sich in den 1990er Jahren zum einen die sogenannte Green Cotton Collection und die grüne Baumwolle Wertschöpfungskette. Und die Green Cotton Collection versucht zunächst mal, Umwelteinflüsse bei der Produktion der Fasern auszumachen. Und wir sind jetzt von den Chemiefasern wieder zu den Naturfasern übergegangen, nämlich bei der Baumwolle im Anbau und in der Ernte. Zunächst der Einsatz von Kunstdünger, also resultierend Nitratbelastung des Bodens, der Einsatz von Pestiziden, aber auch von Entlaubungsmitteln zur Unkrautbekämpfung. Die Frage der Bewässerung, des Energieverbrauchs und dann der mit dem Anbau einhergehenden Arbeitsbedingungen als Umweltvariable. Arbeitsbedingungen hier immerhin eine Umweltvariable. Bei der Entkörnung und beim Pressen, also ich werde die Folie dann noch zur Verfügung stellen, beim Entkörnen und beim Pressen, Frage der Staubbelastung, die im Übrigen auch bei Spinnprozessen in einer ganz normalen Textilfabrik immer eine Frage spielt. Immer eine Frage ist des entstehenden Lärms, des Verpackungsmaterials, auch wieder Energieverbrauch und Arbeitsbedingungen. Beim Prozessschritt der Spinnerei auch wieder Staub, Lärm, Verpackung, Energieverbrauch, Arbeitsbedingungen und der Einsatz von Paraffin, damit die Faser sozusagen spinnbar bleibt. In der Strickerei dito und der Einsatz von Nadelöl, also damit die Nadeln beim Stricken nicht heiß laufen,
Nadelöl, Frage ist, welche Öle dort verwendet worden sind, Silikonöle oder anderes. In der Veredelung, Bleichen und Färben, Farbstoffe, Bleichmittel, Weichmacher, Formaldehyd, andere Chemikalien und ansonsten die üblichen Komponenten, Verpackung, Lärm, Staub, Arbeitsbedingungen, Energieverbrauch, Abfall, Abwasserreinigung, beim Druck, eben Verwendung der Druckfarben, von Reinigungsmitteln, Weichmachern, in der Konfektion, Nähen und Verpacken, Frage von Halbfabrikaten, von Chemikalienemissionen, im Frontdruck, die Druckfarben, die Klebemittel, die Reinigungsmittel und beim Gebrauch, optische Aufheller, Waschmittel, Waschhilfsmittel und schließlich die Frage der Entsorgung. Und ein Großteil, also die Wertschöpfungskette dieser Green Cotton Collection setzt dann eben darauf, dass die Wertschöpfung weniger im Design und im Labeling liegt, sondern dass man tatsächlich die Wertschöpfungskette an der Stelle unterstützt, die mit der eigentlichen Faserproduktion in Zusammenhang stehen. Interessanterweise kam vor etwa 20 Jahren zutage, dass in der Herstellung von ganz normalen Textilien wie T-Shirts auch Tributylzinn Anwendung gefunden hat. Tributylzinn deshalb, um die, wie soll man das sagen, um unerwünschte Veränderungen der Textilien während der Lagerung zu unterbinden und zu unterdrücken. Tributylzinn ist ansonsten dadurch bekannt geworden, dass es in der Schifffahrt verwendet wurde, um Schiffsrümpfe zu behandeln, weil mit einem Überzug von Tributylzinn der Algenbewuchs und der Bewuchs überhaupt verhindert werden konnte oder minimiert wurde. Jedes Schiff, das Algenbewuchs, Muschelbewuchs aufweist, verändert ungünstig die Reibungskoeffizienten während der Fahrt. Das bedeutet, man benötigt mehr Antriebsstoff, also mehr Betriebsmittel, mehr Schiffsdiesel zum Antrieb, dass sich ein Bewuchs von Schiffsrümpfen bereits ungünstig auf die Manövrierfähigkeit einer Flotte auswirkt, musste die vereinte französisch-spanische Seestreitmacht in der Seeschlacht bei Trafalgar gegen Lord Nelson erfahren, bei der Nelson ja den überwältigten Seesieg davongetragen hat, auch wenn er dabei selbst zu Tode kam. 1805 im Übrigen. Ja, und nachdem man vorher also mit Kupferplatten oder einer Kupferverkleidung des Rumpfes versucht hat, den Bewuchs einzudämmen, was auch nicht vermied, dass der ganze Rumpf rausfaulte und mit den Kupferplatten sich auf einmal nach unten ins Hafenbecken verabschiedete, worauf das Schiff dann hinterher natürlich gleich mitgesunken ist. Da sind wir aber im 17. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert. Also Tributylzinn zur Vermeidung von Bewuchs bei Schiffsrümpfen, zur Konservierung von Textilien. Was natürlich die Frage aufgeworfen hat, wie viel Tributylzinn denn beim Endverbraucher letzten Endes ankommt. Und die entsprechenden Untersuchungen ergaben zu viel. Also es ist auch für den menschlichen Organismus dann schädlich gewesen, was dazu geführt hat. Ja, ich glaube, man hat sogar endgültig dann verboten in der Anwendung. Wobei das Problem als solches natürlich bestehen bleibt. Um eine Orientierungshilfe für
Verbraucherinnen und Verbraucher zu geben, sind dann verschiedene Textillabel entwickelt worden. Während also auf der einen Seite das Label nur angegeben hat, dass eine bestimmte Herstellerfirma für die Produktion der Textilie verantwortlich war. Also ich werde jetzt nicht alle beispielhaft aufzählen, die zum Beispiel für Herrenunterwäsche die Verantwortung tragen. Und bei Damenunterwäsche natürlich noch viel weniger. Also dass sozusagen nicht nur der Markenname, der dann die Qualität garantiert, entscheidend ist, sondern die verschiedenen Verkaufsstellen, aber auch verschiedene Produzenten haben dann unterschiedliche Label entwickelt. Und für Mitte der 1990er Jahre gab es auf der einen Seite ein EU-Umweltzeichen. Und das Umweltzeichen der Europäischen Union ist natürlich wieder ein Kompromiss, wie immer, gewesen. Und das Hauptmerkmal war eigentlich der Ausschluss von humantoxikologischen Stoffen in der Produktion und eine sogenannte ganzheitliche Optimierung auf Grundlage einer sogenannten Ökobilanz. Bei den verschiedenen Bewertungsmethoden ist ja noch zu unterscheiden zwischen einer Ökobilanz, einer Produktlinienanalyse, einer From Cradle to Cradle Analysis und verschiedenen weiteren Bewertungsmethoden mehr, einer Life Cycle Analysis und anderem, das sich entwickelt hat. Man kannte eine ganze Zeit lang nur das Recycling, mittlerweile gibt es auch das Pre-Cycling, das heißt die im Vorfeld bereits betriebene Verminderung von Abfällen, nicht nur die Erhöhung des Umlaufs. Und das sind aber eher Themen für die Umweltgeschichte, wenn wir in diesem Sommersemester in dieser Vorlesung auch noch dazu kommen. Jedenfalls verschiedene Label, zum Beispiel von zum Beispiel Ökotex 100, das Label Mood, das Label Eltec, Öko Cotton, der Arbeitskreis Naturtextil oder Ecotex. Und die Arbeitsgemeinschaft Textil ist also zu der Einsicht gekommen, dass praktisch fast jedes Modehaus am Ende und jede Warenhauskette, übrigens nicht zu knapp, sind bekannte Warenhäuser durchaus aus der Produktion von Unterwäsche hervorgegangen. Dass also fast jedes Warenhaus und jeder Versandhaushändler sein eigenes Label hatte. Und ein herausragendes Label war das von EPA, Environmental Protection Encouragement Agency. Zu der Zeit, als ich bei EPA noch gearbeitet habe, war es die Environmental Protection Enforcement Agency. Es wurde aber gegenüber schreckhaften Vertretern aus der Wirtschaft als zu nachdrücklich empfunden und deshalb ist man von der Umweltdurchsetzungsagentur zur Umweltermutigungsagentur geworden. Und Michael Braungart ist auch der EPA ins Leben gerufen hat, ist eben auch einer der geistigen Väter des From Cradle to Cradle Prinzips, also von der Wiege bis zur Wiege, keine Life Cycle Analysis von der Wiege bis zur Bahre, sondern die Idee, dass Produkte so hergestellt werden, dass sie nach dem Ende ihres Gebrauchs gleichzeitig wieder als Rohstoffe, aber vielleicht für andere Anwendungszwecke dienen können. Also keine Kreislaufführung, sondern eher eine vernetzte Produktionsgestaltung,
die man sich da auf die Fahne geschrieben hat. Zu meiner Zeit hieß das übrigens noch intelligente Produkte. Und auch EPIA hat als Kennzeichen angelehnt an das EU-Umweltzeichen die ganzheitliche Optimierung nach Ökobilanz, verlangt aber für die Vergabe des Labels die volle Stoffdeklaration. Das heißt, es muss klargelegt werden, welche Substanzen in den Textilien verarbeitet worden sind und in welcher Menge. Und es gibt im Rahmen der Kontrolle und Überwachung eine Haftungserklärung samt Selbstverpflichtung. Und das ist eben etwas, was dieses Label von vielen, wenn nicht von allen seiner Konkurrenzlabels unterschied, dass nämlich Produktion auch Verantwortung bedeutet, und zwar Verantwortung über das Werkstor letzten Endes hinaus. Man ist natürlich als Hersteller nicht dafür verantwortlich, wenn das Produkt nicht bestimmungsgemäß gebraucht wird. Ja? Also wenn der Ledergürtel strapazierfähig ist und wenn er dann benutzt wird, damit sich Personen selbst damit aufhängen, dafür ist der Hersteller natürlich nicht verantwortlich. Aber die Selbstverpflichtung und die Haftungserklärung, dass eben tatsächlich nur das getan worden ist, was das Label zeichnet, das ragt an dieser Stelle doch über den allgemeinen Labelstrom mit seinen mehr oder weniger unverbindlichen Erklärungen hinaus. Und letzten Endes ist das mit den Textilienlabels eigentlich so wie mit der Deklaration der Inhaltsstoffe bei zubereiteten Lebensmitteln. Die stehen zwar auf der Packung, aber tatsächlich interessiert sich kaum jemand dafür. Und wenn Sie erstmal ein Handbuch brauchen, um im Supermarkt zu erkennen, welche Substanz sich hinter welcher Abkürzung verbirgt, und dann noch ein Chemiestudium benötigen, um zu erkennen, was das jetzt letzten Endes bedeutet, dann ist eben doch wieder mehr Vertrauen in fachliche Expertise gefragt, dass also jemand anders für Sie erklärt, ob es, dass es unschädlich ist oder zu welchen Risiken es kommen kann. Und das ist eben das Problem dann am Ende, sind wir von Textilproduktion im 20. Jahrhundert zu selbstbestimmter Lebensführung dann gelangt, dass die eben nur auf Basis von Information und Wissen möglich ist. Und es ist zum Leidwesen vieler Wissender und Gebildeter halt so, dass derzeit die technischen Möglichkeiten das hergeben, unglaublich viel Halbwissen bis gefälschte Nachrichten in die Welt zu setzen. Und das steht letzten Endes eigentlich einer selbstbestimmten Lebensführung im Einklang mit den Werten in westlichem Denken über Jahrhunderte entwickelten Ethik letzten Endes entgegen. Na gut, das 20. Jahrhundert also geprägt durch einen sehr hohen Anteil an der Entwicklung durch die chemische Industrie forciert von Kunstfasern gegenüber Naturfasern und die Kunstfaser wiederum in nicht zu unterschätzendem Ausmaß daran beteiligt in der Textilproduktion und in den verschiedenen modischen Anwendungen. Der Marilyn Monroe-Film ging übrigens um gesellschaftliche Außenseiter und ich komme trotz allem Nachdenken parallel dazu immer noch nicht auf den Namen, aber wahrscheinlich, wenn die Kamera aus ist, wird es mir wieder einfallen. Ja, so viel zur Entwicklung. Als Gesprächsessay könnte man das bezeichnen, ja, der Textilherstellung. Und natürlich darf man nicht vergessen, in der Produktion die immer weitere Verlagerung
in Länder, die noch günstigere Arbeitsbedingungen zu noch niedrigeren Löhnen geboten haben als die unmittelbaren europäischen Nachbarstaaten. Und ja, selbst Pakistan ist für manche Anbieter von Textilien mittlerweile zu teuer, obwohl dort die Menschen zu Löhnen arbeiten, für die hier niemand aufstehen würde in Deutschland. Und die Arbeitsbedingungen sind eben auch dadurch gekennzeichnet, wie in Bangladesch durch den Einsturz der Fabrikgebäude, die unter Umgehung der Baunormen dann hergestellt worden sind und die einfach auch für die mechanischen, ja, für die Textilmaschinen, die westeuropäischen Textilmaschinen dann nicht ausgelegt sind, wie sie entwickelt wurden, wie sie bestanden haben und wie sie ihre Sachzeugen zum Beispiel in den Fabrikbauten im brandenburgischen Cottbus, im brandenburgischen Forst, aber auch in vielen sächsischen Städten, in Crimmitschau, aber auch im Tal der Flöha gelegen, hinterlassen haben. Ja, das war's an Überlegungen zur Textilindustrie. Auch hier der Rat, das Webmuseum in Öderan ist mittlerweile im Web. Also das Webmuseum ist im Web. In Corona-Zeiten hat man die Ungunst der Situation genutzt, um einen 360-Grad-Rundgang durch das Museum zu ermöglichen. Aber wenn es aufmacht, fahren Sie einfach hin, um sich in den Handwerkstechniken des Spinnens und Webens in Anschauung zu unterrichten.